Nachbarsapfel ist schon in frühzeitlicher Phase immer der leckerste gewesen. Jetzt haben wir die Steigerungsform Nachbarssaft. Und die Vielfalt, die wir hier in den wendländischen Gärten haben, die erschließt sich dann, wenn man hier durchgeht und sozusagen vom Baum zu Baum spazieren kann mit einem Glas in der Hand. Also der Uelzener Rambo ist unser regionaler Klassiker. Ein hier in den Obstgärten oft vorkommender Apfel, aber relativ säurearmer Saft, der eine ganz leichte Geschmacksnote hat und deswegen zählt er zu meinen Lieblingen. Das ist nicht immer nur das Starke, was ich suche. Sehr, sehr lieblich, sehr weich, sind vom feinen, fruchtigen Charakter des Rambus geprägt und ja, einer der feineren Sorten. Ganz im Gegenteil dazu trifft sozusagen die Herbstprinzengarde mit dem Kocks mehr so denn die Lust nach kräftigeren Geschmäckern, die farblich schön hell sind, auch wenig Trub mitbringen und einfach sehr vollmundig sind. Da gibt es sehr, sehr fruchtige Geschmackskomponenten, die wir in diesem Fall aus der Elbmarsch bei Winsen bekommen haben. Dort sammelt jemand die alten aufgelassenen Obstgärten ab. Und da haben wir Zugang zu absolutem Topfobst. Das sind Geschmackssorten und jeder muss dabei wirklich seinen eigenen Geschmack finden. Wir haben nicht den absoluten Saft, wobei einige schon ziemlich das abbilden, was ich so anstrebe.